Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Ich habe nie gemerkt, dass das Feuerzeug bewegen kann. Beinahe an der Stelle, wo ich beim letzten Mal stand. Ich bin jetzt nur im Schacht daneben. Könnte ich ja gerade mal zeigen. Ich hatte den Part gerade schon begonnen und wurde quasi instant unterbrochen. Deswegen habe ich jetzt, Ne? Gut. da vorne ist, die Frau, die uns durch diese Tür bringen könnte. Hier drin können wir das Ding überschreiben. Ich darf da nur nicht rein. Deswegen könnte ich jetzt einfach hier reingucken, wo ich rauskomme. Ich glaube zwar zu wissen, wo ich rauskomme, und deswegen wird mir das so gar nichts bringen. Aber trotzdem mal probieren. Nee, warte, das ist nicht darum, wo ich dachte. Ja gut, ich dachte, ich komme in dem Gang hier vorne raus, aber ob jetzt in dem Gang oder hier neben, macht jetzt keinen wirklichen Unterschied. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Genau. Verdammt. Es sind noch drei Markierungen da. Sicherheitsproblem. Der Scanner lässt nur mich die Aufzugtüren öffnen. Moment, habe ich das gerade richtig verstanden? Hallöchen. Oh, tut mir leid, ich habe sie mit jemandem verwechselt. Habe ich das gerade richtig verstanden? Der hier soll irgendwas mit dem Film machen und dann lässt sie ihn in den Aufzug? Das klingt doch sehr vielversprechend. Ich möchte jetzt kurz was probieren. Ich könnte im Zweifelsfall den Checkpoint neu laden, ist also nicht so wild. So, du gehst da rein. Jetzt haben wir dich hier. Ach, ich hätte dich auch hier vielleicht erwischen können. Na gut, jetzt ist es zu spät. Hier war auch ein Schrank gewesen, ja. Ja gut, war ungeschickt. Ich hätte ihn jetzt auch hier erwischen können. Na gut. Folgendes. Film. Auf die jetzt diesen blöden Film abspiele. Der Typ reagiert aber einfach mal gar nicht. Das wollte ich schon immer mal lernen. Dieses Ding ist die meiste Zeit kaputt. Schaut aus! Mann. Wir sind noch nicht so weit. Verdammt! Ich stand nicht weit genug hinter ihm. Ich dachte, das reicht schon. Scheiße. So. Nochmal von hier. Zumindest sind sie nicht draußen im Regen. Haben Sie diese Roboteraffen da oben gesehen? Sie haben genug Waffen. So, ich versuch's jetzt aber auch nochmal. Moment, wo lag denn der Film? Legen Sie keinen Herzinfarkt! Herzinfarkt? Ich hab doch keinen Herzinfarkt, nur wenn man schon ein bisschen rennt. Einstecken. Vorne ist der Typ. Genau. Hey. Dann warten wir jetzt mal ein kleines bisschen. Und versuche ich mich mal als er zu verkleiden. Vielleicht bringt mir das ja was. Jetzt hier vorne hin. Und da hoffe ich, ihn unbemerkt erwischen zu können.
sobald der Typ sich umdreht. Ist bestimmt nicht beunruhigend, dass ich hier die ganze Zeit so hinter ihm stehe. Die hat ja Nerven. Sie leitet Dexters Sicherheitsteam. Ist sie deshalb so ein... Bah, so ein... Miststück? Hey, das habe ich nicht gesagt. Die Frau ist knallhart. Das kannst du laut sagen. Hat das ganze Gebäude übernommen mit ihren Waffen und Kameras und Wachen und... Weiß Gott womit noch. Erwartet sie eine verdammte Invasion oder was? Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt. Diese Typen tun so, als wäre eine verdammte Armee hinter ihnen her. Dexter scheint es ernst zu meinen. Oh Gott. Könnten Sie das bitte lassen? Das ist komisch. Beweg dich, Drecksack. Beweg dich oder du kriegst eine Kugel in den Kopf. Super. Zurück zum alten Plan, der war besser. Ich meine, punktemäßig ist es wirklich egal, weil Ruhigstellung plus Verstecken gibt, ja, null. So, ich hätte gerne noch das Gespräch zwischen den beiden. Wird aber wohl nicht dazu kommen. Süße Träume. Arschloch. Verkleiden. Und das geht schon, genau. Jetzt bin ich nämlich der Typ. So. Da liegt die alte Verkleidung, vielleicht brauche ich nochmal. So, kurz drüber sehen. Da. Crashkurs? Das ist der Film, ja. Das geht schon. Fahrstuhl als Blackwater Manager betreten. Mal noch sehen. Was passiert, wenn ich jetzt einfach den anmache? Ist ja keiner, der das Ding wieder ausmacht, ne? Ist also eine willkommene Ablenkung. Das wollte ich schon immer mal lernen. Wo ist denn jetzt die Frau, die ich brauche? Da hinten. Aber die hier drin sind natürlich nicht abgelenkt. Darf ich da? Ja, ich darf immer noch nicht da rein. Warum sollte ich auch? Zwei Gegner sind da drin. Und alle beide stehen mal ultra im Weg. Da vorne sind noch Waffen. Die könnte ich mir vielleicht nochmal holen. Ich weiß aber nicht, was ich damit soll. Also lasse ich es einfach mal. Wo ist sie denn jetzt? Da vorne ist sie. Sie müsste mich eigentlich erkennen. Schalten Sie das aus! Wir sind noch nicht so weit. Die Sie noch nicht kennen. Beispielsweise, wie Sie Ihrem Gegner die Gut, ich denke, ich gehe nochmal rüber und schalte das Ding aus. Ich meine, ich habe Sie damit abgelenkt. Das ist an sich schön. Ich habe Sie an einem... Oh, ich kann es gar nicht abschalten. Gut. Ich kann es nicht abschalten. Das macht es nicht besser, weil jetzt sitzt sie in diesem... Ah ne, sie kommt hier hin. Jetzt kommt sie hier hin. Das bedeutet, ich könnte sie ausschalten. Was bringt mir das? Was passiert, wenn ich dich hochstelle? Was habe ich davon? Kann ich mich als dich verkleiden? Nee, nur schleppen. Das bedeutet, wenn ich das Ding nicht überschreiben will,
den Netzhautscanner. Würde ich sie jetzt bis zur Tür schleppen müssen, um dann das Ding zu aktivieren. Das ist scheiße. Das würde ja auch voraussetzen, dass ich halt quasi alle Gegner umlege. Okay, ich denke, du machst einen Abstecher in diesen Schrank. Und bitte zack, zack. Gut, das hat schon mal nichts gemacht. Dann hätte ich gerne hier die andere Verkleidung. Drei sind schon eine Versammlung. Ah ja, das ist nett. So. Jetzt, da die meisten Wachen abgelenkt sind. Es geht doch nichts über ein Glas lauwarmes Wasser, um einen wach zu halten. Kann ich den schnell. Ich nehme alles, um mich wach zu halten. Ich bin echt. So. Jetzt nehme ich aber wieder die andere Verkleidung. Weil ich mit der besser durch, zwischen welche Sicherheitsleuten herkomme. Es ist nicht die schönste Lösung und ich habe halt wirklich eine Person unnötig ruhig gestellt, aber immerhin. Ah, warum schaltet sich das Ding dauernd ab? Ist die am Verdauen? Hallo? Dankeschön. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Ah, sie hat ihren Anhänger zum Beispiel, zumindest wieder. Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Ihr kauft den Lippenstift. Verdammt ist das viel Geld! Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. So auf den Sack! Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht! Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, gehen wir. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Die haben beide einen Anhänger? Alles klar. Okay, sie ist also das erste Ziel. Das merkst du nicht? Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre! Oh, wie cool ist das denn? Lol. Hey, das ist nur der Sushi. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. Ich bin's. Wir haben gerade einen Sushi-Kurs angelegt. Ja. Hab ich gemerkt, dass ich das auf irgendeine Art und Weise witzig finde? Okay,
Hier sind wir auch zu Schacht. Dahinter ist ein Gegner. Truppen kommen in diese Richtung. Das ist doof. Ich sollte mich ein kleines bisschen beeilen. Laufen, 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 laufen. Noch mehr Gegner. Ist ja alles voll mit den Arschlöchern. Ziel gesichtet. Ab nach oben. Hey, 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 warte mal. Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand reinkommt, Mann. Wie sollen wir alle Räume sichern, wenn... Dieser Raum ist tabu. Kapier's endlich. Der Raum wird nicht mehr gebraucht. Mr. Dexter hat immer noch Hoffnung. Könntet Sein Sohn wird jetzt schon seit Tagen vermisst. Nenn es Trauern, wenn du willst. Aber dieser Raum ist ihm vorerst heilig, also ist er tabu. Ende der Diskussion. Okay. Mal kurz gucken, was sind hier die Informationen? Blackwater Park. Ein Gebäude im Belagerungszustand. Moment. Füllhorn hat mit ihr zu tun. Sushi? Achso. Okay. Sie kann ich harponieren. Vermute ich jedenfalls mal. Oder ich kann hier zumindest irgendwen harponieren. Wildes Sushi. Sie hätte ich auch... Also kann ich auch irgendwie mit dem Sushi vergiften? Moment, ich muss mal kurz gucken, wo ist das Füllhorn da? Angeheizt... Also das ist alles in dem Abteil hier. Ziel eliminiert. Ja. Gut. Was ist das für ein Raum? Einer, in den ich offensichtlich nicht rein will. Das ist der Raum von dem Jungen, den wir umgelegt haben. Oh, Flipper. Kontrollpunkt. Den aktiviere ich mal noch nicht. Ein Sniper. Mit Schallgedämpftes ist auf. Love it. I love it. Ein schallgedämpftes Sniper. Was will ich denn mehr? Dass das Ziel in Sichtweite kommt, will ich noch. Hätte ich es sogar gerade erwischen können von hier. Jetzt sag. Oh. Gefährlich. Was zum? Ich habe hier einen möglichen Vorfall. Ich gehe der Sache auf den Grund. Einen möglichen Vorfall? Die Kleine ist tot, Mann. So, jetzt muss ich nur noch wieder rauskommen. Und das wird der schwierige Anteil. Pigeons, der Tauben mit dem Sniper knallt. Schlüsselkarte, die nehme ich gerne mit. So, der schwierige Teil wird jetzt hier rauszukommen, weil ich glaube, ich habe es ein bisschen verbaut. Misstrauisch, ja, von mir aus misstrauisch. Ich habe eine Leiche draußen gefunden, da dürft ihr misstrauisch sein. Es fällt dir nicht auf, dass die Tür aufgeht, ja? Das merkst du nicht. Konnte man nicht. Nee, mit Wien lassen. Nee, wie das denn? Achso, ging das, natürlich. Beste Verkleidung, aber mit der anderen kann ich mich hier halt so gar nicht bewegen. Da ist es mir das jetzt mal kurz wert. Und weg mit dir. Außerdem gibt es eine weitere Verkleidung. Bin mal gespannt, wie viel ich am Ende habe.
Zack. Jetzt muss ich zwar immer ein bisschen aufpassen. Aber es ist schon deutlich besser. Also mein Ziel ist da. Ist das auf meinem Stockwerk? Ich glaube, das ist ein Stockwerk unter mir. Nicht ganz sicher. Ich bewege mich erstmal hier oben ein bisschen weiter. Ich sehe mich erstmal ein bisschen um. Da vorne. Okay. Ich wollte gerade mal sagen, mit Blick auf die Uhr könnte ich hier den Part erstmal beenden. Das mache ich dann auch. Und beim nächsten Mal sehen wir... Beim nächsten Mal sehe ich zu, dass ich hier durchkomme. Bis dahin. Ciao.